so, du weißt, wie es geht. Handbremse los. Mach mal den ersten Gang rein. Etwas nach links im Hebel. Leichter Druck und dann nach vorne. Gut. Geht ganz an den Sitz ran. Das haben wir im Rückwärtsgang drin. Genau. So, jetzt fahren wir links rüber, gleich bevor der da kommt. Gib ein bisschen Gas ruhig mal. Und dann fährst du über den Bulli rüber, der da links ist. Okay. Am Kantenstein bleiben. Der dritte hat es natürlich am einfachsten, ne? Der hat schon alles zweimal mit angeguckt. Ne? Links außen bleiben. Und dieses Mädel musste anfangen. Habt ihr das Mädel vorweggeschickt? Jetzt haben wir auch ein paar Tröten, so ehrlich. So, jetzt voll nach rechts. Ohne Gas, sonst wird das mit dem Radius nicht klappen. Ohne Gas, ohne Gas, ohne Gas, ohne Gas, ohne Gas. Wenn du Gas gibst, dann braucht man einen größeren Wendeplatz. Ne? Wir wollen ja nicht die Zäune noch hier verstellen müssen. So, außen bleiben, jetzt schon wieder zurücklenken. Ja, genau. Macht es ja fast von selber, ne? Dass er die Lenkung wieder gerade stellt. Das ist die Lenkgeometrie, die dafür sorgt. So, lenkt wieder so, dass wir zwischen den beiden Tonnen durchfahren können. Sehr gut. Du hast so einen Führerschein, ne? Irgendwie Tee oder sowas? Nee, habe ich noch nicht. Aber machst du gut. Ja. Sehr schön. Außen noch ein bisschen bleiben, sonst schaffen wir das vom Rad. Gas wegnehmen wieder. Bremskupplungsbereitschaft. So, Volleinschlag. Ja. Und dann einmal scharf links wieder um den Pudding rum. So, da kannst du dich dann langsam aufs gerade Lenken wieder einstellen. Das schon nach links noch? Ne, nach links, das andere links. Das Männer links? Ja. Okay. Eigentlich können wir auch schon hier einen Break machen. Ja. Mach mal Leerlauf rein. Gut, Handbremse. Gut, und Tür auf. Genau, super.